Hallo meine Lieben, heute geht es zu Designer Outlet Store in Soltau. Genau, das gucken wir uns jetzt gleich an. Wir waren da noch nicht, es ist nicht weit von hier entfernt, 9 Kilometer ungefähr. Es regnet die ganze Zeit, ja. Man kann nichts anderes machen, außer einkaufen. Eigentlich war das ja auch geplant, dass wir eigentlich nur hier einfach nur chillen und nichts machen, also irgendwo hinfahren oder sonst was, ja. Aber das Wetter, ne, sagt so, ihr müsst jetzt doch mal was machen. Also wir sind ja auch allgemein jetzt auch überrascht, ja. Wie das da so, du musst ja gleich links abbiegen. Ja, dann lege ich mal links ab. Ja, ne, ob sich das auch wirklich lohnt, ne? Also wir werden berichten. Wir werden euch natürlich euch alles zeigen, bisschen Filmchen machen, ne? Und sonst? Wir gucken, was der Tag noch bringt. Genau. Bis also gleich. Bleibt dran. 6 hours later. So. Es sieht nicht so voll aus. Also, wir sind auch um 10 losgefahren. Immer schön früh, aber. Das sind alles Mitarbeiterautos. Das ist aber ein großer Parkplatz hier. Das sind alles Mitarbeiterautos, das kann ich dir sagen. Ja, das könnte auch angehen. Ja, es ist Montag, alle müssen ja irgendwie noch arbeiten oder keine Ahnung. Oder also, wird nicht so stark besucht oder so. Die beste Zeit. Aber ist sehr vielversprechend hier, ja. Ganz viele Stationen für Elektroautos. Von da hinten, falls ihr ein E-Auto habt. Ich glaube auch, ihr müsst jetzt auch nicht für den Parkplatz bezahlen. Das glaube ich, ist for free. Das ist for free. Ja. Auch für Wohnmobil. Komm. Das gibt's ist interessant. Also. Naja, nicht so richtig. Hat sich ja. Ach so, ja. 20 nee, doch Plätze nicht. Gestellt. Also, tut mir leid. Doch nicht. Er hat sich nur auf 10 Plätze gestellt. Ja, aber sieht echt wirklich so aus. Ja, weil das so von vorne ist, ne? Also, mega Parkplatz. Also, das ist schon mal gut. Das ist schon mal was Positives. Man kennt das ja auch immer ganz anders. So. Wir sind gespannt. Ja, wir sind da. Bis gleich. Heute wird eingekauft. Ja, von deinem Geld. Die Karte funktioniert nicht. Aber sieht nett aus, ne? Oder? Sieht sehr nett aus. So eine kleine. Ich glaube, so im Zentrum von so einer Kleinstadt bin. Ja. Oh, da. Da gehe ich schon mal rein. Stand up for your dream. All you gotta do is believe. Get back on your feet, back on your feet. Stand up for your dream. Take what you need. Not the time to lose. You gave so much, you came so far. It's not the time to give up. You're way too tough and you stand too tall. All the hours, days and weeks you spent working on this one right here, now it's time to focus your energy. Stand up for your dream. Take what you need. All you gotta do is believe. Get back on your feet. If you won't take what you need, stand up for your dream. Get back on your feet, back on your feet. Stand up for your dream. Take what you need. All you gotta do is believe. Get back on your feet, back on your feet. There's nothing to receive. If you won't take what you need.
Hallo meine Lieben, wir sind wieder zurück. Ja, war spannend, aber... Jetzt nicht berauschend. Nein, also... Für jemanden, der hier in der Nähe ist, kann man einkaufen gehen und auf jeden Fall was finden. Und man muss nicht irgendwie rumlaufen in großen Einkaufscenter, sondern hat alles schön so verteilt, bisschen draußen rumlaufen, dann wo man reingehen möchte, reingehen in die, in den Laden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich so lohnt, dass du zum Beispiel extra aus München anreist, um hier einzukaufen. Also ich, also ich sehe das aber auch nicht als Outlet Store. Also wenn ich jetzt, wenn wir da jetzt, wenn wir so da mal reingegangen sind, da war jetzt nicht jetzt irgendwas großartig, wo ich sage, so, ich kann jetzt zugreifen. Das waren ganz normale Läden. Also genau. Also Outlets war das überhaupt nicht. Ganz und selbst in den normalen Läden im Einkaufscenter hast du minus 30% oder 20% auf die Klamotten. Also, genauso wie hier. Also ist das nicht so. Dasselbe. Ich weiß jetzt nicht, was das da für ein Unterschied ist. Genau. Also, aber naja, aber ist jetzt voller geworden. Ja, manche Leute nutzen das aus, manche nicht. Parkplätze sind jetzt auch voll. Ja, aber ja, auch ihr könnt auch essen. Wir haben auch bei Huang Asia. Ja, genau. Asia Huang. Gegessen. Könnt ihr auch, also ist jetzt nicht überteuert oder so. Eingekauft haben wir trotzdem was, weil wie gesagt, das, ob ich jetzt bei uns einkaufe oder da einkaufe. Ihr könnt da schon ein Schnäppchen doch. Man muss halt nur ein bisschen gucken, weil es nicht auf alles so super niedrig ist. Wir sind jetzt auch keine Leute, die jetzt in diese teuren Läden reingehen, weil ihr habt da große Marken. Bin ich noch nie früher reingegangen, also hier auch nicht, weil mich die Sachen auch nicht interessieren. Es gibt ja noch einen in Neumünster, der soll ja noch ein bisschen größer sein. Also ja, aber wie schon gesagt, man schön kann, aber sauber. Muss nicht. Es ist auf jeden Fall schön mit den Parkplätzen, weil richtig viel Platz ist. Und man kann ohne Trubel, dass man da jetzt irgendwie mit also unter ein Einkaufscenter nennt, ne? Sondern alles schön offen. Ja. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt fahren wir wieder zurück. Unser Parkusch wartet. Auf jeden Fall. Den haben wir mal im Camper gelassen. Aber gut, dass er nicht mit war, weil das zu viele Leute dann später. Und jedes Mal muss einer immer draußen bleiben und einer. Hört doch auf, wir haben ja keine Lust drauf. Deswegen, nee. So, wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.